Hallo! Hallo. Hallo, wie geht's? Alles fit. Wir wollten wieder ein bisschen Pokémon spielen. Genau. Und euch daran teilhaben lassen. Euch allen da draußen wünschen wir viel Spaß bei der 10. Folge. Poké-MMO. No Bullshit, Just Games. Wer die letzten Folgen geguckt hat, weiß wahrscheinlich, wer da ist. Also Thomas ist da. Hallo, Thomas! Hallo. Hallo. Du bist noch dabei? Ich bin dabei, ne? Genau, der Arne. Ich steck immer noch in dieser Scheißhöhle. Ach ja, wir wollten ja jetzt versuchen. Genau, wir müssen erstmal. Channel. Ah, ja, wir sind im selben Channel. Ja, 4 von 5. Scheiße. Bitte ein Eis. Nee, 4 von 5 ist nicht 5 von 5. Ich würde aber bitte ein Eis. Du, ey, wenn du 1 einspielst, kriegst du keine 3 Punkte. Eis. Oh, nee, wir wollten das mit dem Handeln versuchen. Also, ich stehe jetzt hier blöd rum und du fängst dir jetzt ein. Ich fange mir ein. Ich hol mir jetzt mein Shiggy raus. Quatsch, mein Chillock. Ja. Und Chillock, ich will Eis. Nee, versuch das jetzt mal. Weißt du was? Wir gehen einfach weiter und jetzt zum Beispiel ist hier jetzt schon ein Pokémon, dass ich ein Zubat, dass ich jetzt versuchen werde zu fangen. Hasebar, fang! Dann mache ich doch einfach mal Tackle in der Hoffnung. Das ist nicht schlimm. Ich gehe hier schon mal runter. Hey, ich sehe gerade, ich habe so eine richtig geile kleine lila Pants an. Hammer. Die sieht richtig stramm, sieht's die. So, Pokéball los und so. Blabdiblu. Ich bin bis jetzt hier halt durchgekommen. Ich gehe jetzt nochmal runter. Geht's nochmal wieder rauf. Boah, jetzt bin ich hier. So, ich habe das Zubat gefangen. Hammer geil. Total. Jetzt probierst du das aus, ob du ihm das geben kannst. Genau. Ich habe einen Revive gefunden. Ja. Wo ist das? Damit kannst du wiederbeleben. Nee. Doch. Ist ja geil. So. Ja, was mache ich jetzt? Dann hole ich meinen Dude wieder, oder was? Ja. Zum Beispiel. Revive. A medicine that revives fainted Pokémon. Ist das HP? Halb. Use. Ich habe gar nicht die zweite Frage gestellt, ne? Eigentlich die erste. Die zweite wäre gewesen, in welchem Channel? Die erste wäre gewesen, hast du auf die Uhr geguckt? Jetzt gerade. Ja, passt schon, komm. Passt schon, ist Freitag. Freitag. Glaube ich, müsste sein. Freitag. Genau. Wenn heute Freitag ist, dann hatte ich gestern einen Döner. Nee, vorgestern. Und Donnerstag war. Nee, Mittwoch. Hast du mittwochs immer Döner? Ja, meist nach dem Training noch. So, 23 Uhr. Döner ist gut. Weißt du, nach dem Saufen Döner kaufen. Ja, aber ich fahre ja häufig noch, deswegen nicht saufen. Ich meine, wenn du mal trinkenderweise, feiernderweise unterwegs bist. La 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 la. Ach, wie weit bist du jetzt schon gelaufen? Guck mal, ich bin hier Treppe runter und dann stehe ich da rum. Ah. So, dann handel mich doch mal an. Ja. Mann! Du musst schnell genug sein. Das sieht geil aus, wie du mit der Maus und der Herzocke. Jetzt bist du im Kampf. Genau. Das ist doch scheiße. Dann sag ich einfach nur Water Gun. Oh, mein. Yourself oder Pauki? Yourself. Fuck, Pauki oder yourself? Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Kommen Sie zu jetzt. Das ist der hier, der Yakuza. Du hast nicht zufällig so ein Anti-Parali-So-Ding? Doch, hab ich. Könnte ich gebrauchen. Kann ich dir ja nicht geben. Ja, erstmal versuchen wir das so. Handelst du mich an? Ja. Trade. Accept. Und jetzt gibst du mir so ein Pokémon. Genau. Ich geb dir die Accepticons. Wieso geht der immer auf 0? Hier, 2,5 Mille, du Spast. Nee, mach mal 300, das reicht erstmal. Ja, aber guck mal, guck mal, genau. guck mal eben hergefahren hier und guck dir erstmal an. Jetzt sage ich hier, 300 gebe ich ein, gell? So, jetzt drücke ich auf Locklist oder so und ich gehe raus, das geht nicht. Der nimmt das nicht an. Ich kann dir kein Geld geben. Ja, dann halt nicht. Ich kann auch keine Locklist machen. Kann man... Jetzt kannst du Locklist machen, oder? Trade confirmed. Und jetzt kannst du das Item von dem Pokémon runternehmen. Wo hat er die denn?
Alter. Wie soll das denn gehen? Wahrscheinlich. Indem du das Pokémon. Vielleicht habe ich die automatisch in die Tasche gekriegt. Nö. Dann nicht, dass du jetzt die Tränke verballert hast. Oder den Trank. Keine Ahnung. Aber das ist nicht sehr happy auf jeden Fall, der Zubat. Mach mal. Hast du schon Rechtsklick auf den gemacht? Dann siehst du eigentlich links Item. Warte. Rechtsklick, ja, dann habe ich jetzt dieses Pokémon Summary auf. Genau, da müsste jetzt eigentlich unten links unter seinem Bild Item. Do you wish to remove Potion from Zubat? Ja. Potion. Ah, ich bin doch doof. Ja, habe ich. Cool. Und wenn du mir dann vielleicht mal das Paralyse-Ding geben magst. Wie kann ich das denn jetzt diesem Ding da hinzufügen? Ja, genau, du drückst, öffnest deine Tasche. Ja. Machst einmal Klick auf das Paralyse-Ding und dann auf Give. Nicht Use, sondern Give. Ah, Zubat. Genau. Ich muss erstmal jemanden heilen. Ich denke mal, Pikachu macht Sinn. Ja, und jetzt sage ich, ey, Pokey, lass mal handeln. Accept. Und dann ziehe ich das Zubat hier rein. Genau, hast du dem schon den Trank gegeben? Ja. Ja, und dann Locklist, Trade ja, Confirm. Ja, Trade Confirm. Jetzt kann ich... Das ist jetzt... Das ist unser Handel-Pokémon, ist das. Genau. Die scheiß Fledermaus. So, willst du... Dann gebe ich dir mal noch einen Trank. Ja, mach mal. Iron Man hat gerade seinen Anzug und fliegt damit rum. Oh mein Gott. Also die zweite Generation, die erste Generation bohrte sich ja in der Wüste. Ich warte so lange, bis du den Handel annimmst. Alter, ich hab gerade auf... Entschuldigung. Bleib bei der Sache. So. Okay. Yes. Wie viele Items kannst du dir denn geben, den neuen Viech? Eins immer nur. Okay, das heißt, es dauert ewig. Aber es ist jetzt auch eine... Aber jetzt habe ich dir erstmal ein bisschen was gegeben. Ja, super. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen weiter, ne? Ja. Sonst vielleicht ein bisschen langweilig. Okay, jetzt habe ich hier so einen Pummelhof, wie das Ding heißt, ein Clefairy. Watergun oder was? Clefairy kannst du fangen, musst du aber nicht. Ich nein, jetzt nicht so interessant. Watergun. Achso. Ich habe schon drauf gedrückt. Und? Mach's kaputt. Jo, hat gut Schaden gemacht. Er macht Encore. Ich mach mal einen Tackle. Ist auch gut. Ach, jetzt läuft ja auch noch Black Swan. Hab ich nie geguckt, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Ich auch nicht. Die Frau ohne Beine. Also man sieht nie ihren ganzen Körper, wenn sie tanzt. Hab ich gelesen. Oh, ich kann mein War Turtle kann Bite. Genau, bring es ihm bei und dann würde ich... Was soll ich rausnehmen? Das ganz unten rechts, die Attacke da. Withdraw? Genau. Okay. Habe ich vergessen jetzt. Und jetzt kann ich Bite. Und das ist voll geil, oder was? Oh. Probieren wir es gleich mal aus beim nächsten Gegner. Bye. Ein super! Bite ist, kannst du gut einsetzen gegen... erstens, wenn du keine Wasserattacken mehr hast, gegen Gestein-Pokémon. Gegen Normal-Pokémon würde ich es nicht einsetzen, weil es keinen Effekt hat. Jo, das haut voll weg. Und gegen Psycho-Pokémon kannst du es gut einsetzen. Okay. Also ich habe gerade das Zubat gebissen, das hat richtig eingesteckt. Aber ich bin auch 9 Level über dem. Das kann auch daran liegen. Ah, kämpfe ich jetzt mit meinem... Ich bin nicht so gut ausgestattet. Wollen wir jetzt echt gegen den da kämpfen? Team Rocket Arsch? Ich mache es, aber ich setze meinen Kleinstein nach vorne. Hm. Schmu mal, was der hat. Dann weiß ich ungefähr, wie ich kämpfe. Little kids shouldn't be messing around with grown-ups. Und so hat er. Er hat erstmal einen Ganzkörperstrampler an. Einen Radfratz. Damit fängt er an. Okay, da würde ich sagen, Bite und weg ist er, ne? Nee, Bite, damit kannst du nichts anfangen. Weil es ein Normal-Pokémon ist. Okay. Also nicht viel. Ich würde mit dem Kleinstein anfangen. Oder mit Pikachu. Das Radfahrt ist ein Level Kleinstein 13. Geht nicht so gut. Dann nimm doch dein Pikachu. Danach hat er ein Sandan. Also ein Boden-Pokémon. Da würde ich auf jeden Fall dein Wasser-Pokémon einsetzen. Ich probier's mal.
Little kids shouldn't be messing around with grown-ups. I could be bad. It could be bad news. Oh, meine Attacke ging sogar daneben. So, Razza kriegt jetzt erstmal einen fetten Thunder-Shock. Das ist ja gut. Hoffentlich. Jo, 50%. Jetzt sucht. Okay, Tail Whip. Alles klar, meine Defense fällt. Ja, du solltest danach sowieso auf deinen Wasser-Pokémon wechseln. Ich gebe ihm noch einen Thunderstruck, komm. Mach ich jetzt auch. Also Radfratz solltest du besiegen können, aber ja, ja. Bei Sandan solltest du wechseln. Okay. Nein, mein Pikachu ist tot! Fick dich! Mit seinem Radfratz, oder? Ja, der hat. Ach, kacke, ey, blöd Scheiße. Musst du wohl gleich nochmal raus. Du hast doch bestimmt wieder so ein Seil, oder? Nee, hab ich nicht. Also ich hätte noch eins. Das ist gut. So, beim Sandshrew mache ich wahrscheinlich erstmal Water Gun. Sandshrew. Ja. Ich glaube, das ist das A und O hier im Kämpfen, dass man weiß, wer wo, wann, wie stark ist und, ne? So, ich habe ihn platt gemacht. I'm steamed! $416. Ja, alles klar, dann gebe ich dir mal das Zubat. Ja, hilft nichts, ich muss einkaufen gehen. Hilft alles nichts. Es hilft nichts. Das Seil willst du haben, ne? Ja, wenn nicht schon. Dann gehe ich erstmal ein bisschen einkaufen. Also, was merken wir uns nächstes Mal, wenn wir in so eine große Höhle gehen? Was mitnehmen? Ja, ich gehe einfach schon mal ein Stückchen weiter. Ja. Wenn ich mir angucke, wie du hier gleich verschwendest. Aber ich finde es das schade, dass ich nicht direkt wieder zu dir zurückkommen kann. Ja, das ist echt doof. Schau, wie geil. 40, jetzt mache ich erstmal hier alles aufladen. Und dann gehe ich direkt in die Stadt, in den Supermarkt. Supermarkt. Hallo. Ja, mach mal. Nimm mal alles. Zubat kannst du, unser Handels-Pokémon kannst du auch mit rein. Danke. Du kannst auch noch ein anderes Pokémon mitnehmen, mit dem wir dann noch tauschen können, ne? Ja, ich glaube, ich habe ja noch meinen Spinder, ne? Mhm. Ja, das packe ich auch noch mit rein. Höhle macht mich Stress. Ja, die ist aber eigentlich nicht so lang, die Höhle. Eigentlich. Später kommt noch eine schlimmere. Ja, gut. Dalalalala. Paras, ich... Was Kyrofuku gerade macht? Keine Ahnung. What the f... Oh, ich bin ein bisschen müde. Oh. Wieso ist doch erst 6 Uhr morgens? Nicht. Ja. Ich bin heute früh aufgestanden. Ja, wann bist du denn aufgestanden? Um 7. An einem Sonntag. Auf einem Sonntag, oh. Ein Wild Zubat. Das ist echt abwechslungsreich, muss ich schon sagen. Zubat. Ach, nebenbei mal ein Paras. So, jetzt kaufen wir einen hier. Klar kannst du mir helfen. Also, ich brauche erstmal Heilung nehme ich. Geodude grew to level 21. Self-Destruct. Okay, mein Geodude möchte Self-Destruct erlernen. Was nehme ich noch mit? Ich habe jetzt Heilung und eine Escape. Paralyse. Das ist so geil. Geodude, mein Kleinstein hat Einigler verlernt, also dass es sich selbst verteidigt und hat dafür Selbstzerstörung gelernt. Was? Kannst du jetzt in die Luft jagen oder was? Genau. Oh, jetzt muss ich ganz zu dir rennen. Oh, ich hab bitte. Wann haben wir angefangen? Um 19:15? Du hast auch wieder geguckt. Ja, kommt in etwa hin. Ja, machen wir noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, dann kommst du erstmal wieder zu mir. Ja. Bis dahin dauert es noch, glaube ich. Mit meinem Squirt
tell my butt. Okay. Ach, oh Mann, ey. Ich kann ja rennen. Nee, 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 nee. Ach so. Nee, 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 nee. Jetzt ab. Wut. Wut, Wut, Wut. Sieht lustig aus, wenn er seinen kleinen Lila-Pants hier lang flitzt. Kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Ich will nur zu Paoki. Da muss ich kämpfen. Oh, ich hab Kampf. Ich hab Kampf. Azubat. Azubat. Ja, ich kämpfe dann derweil gegen einen Team Rocket Trainer Gedöns. Mach das. Ja. Patz. Da, da, da. 70 Erfahrungspunkte. So, hier lang. Now I'm mad. Wo sind wir runtergegangen? Die ganz, hintere ganz, Treppe, ne? Ganz zum Ende musst du. Ja, die hintere Treppe. Du stehst mir im Weg. Ich habe einen Mondstein gefunden. Ein Moonstone. Und was bringt dir das? Damit kann ich zum Beispiel Clefairy weiterentwickeln. Hey, stop. Bla bla bla. Super Nerd. Ich bin paralysiert. Ich glaube, ich habe Antiparalyse mit. Ich glaube ja. Boah, sind wir still heute, wa? Ja, irgendwie. Irgendwie weiß ich auch nicht, wir sind ganz still. Es ist aber auch Freitag, also. Nee, Sonntag eigentlich. Ah, das Wochenende ist da. Party-Stimmung. Oh ja. Ja, erzähl doch mal was Interessantes. Ja, der Koffing benutzt hier Gas. Der was? Benutzt was? Poison Gas. Dann geht die Attacke daneben. But that failed. Poison Gas. Oh ne, jetzt ist mein Geodude auch noch vergiftet. Gut, dann Rock Throw. Rock Throw ist cool. Hm. Das ist doch Boden gegen Gift. Super effektiv. Und noch ein Tackle hinterher, das muss eigentlich reichen. Ja. Oh, und mein Geodude ist auch schon Level 22. Wo sind wir lang gegangen? Verdammt, hier lang, ne? Oh, Kampf. Kampf, 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 Kampf. Zubat. Na, ja, komm. So. Zubat, nick auf die Fresse. Willst du Helix oder Dome? Pauki, wo bist du? Ich bin fast bei dir, glaube ich, hoffe ich. Und Geodude gegen Geodude? Nee, 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 da haben wir ja. Dann nehmen wir die Wasserwurfmaschine. Das War Turtle. Wie heißt das War Turtle in der deutschen Version? Shillock. Shillock. Na, wo bist du denn? Warum haben sie es denn nicht so genannt, wie es heißt? Kriegs! Check. Ja, es gibt nur ein paar, die gleich heißen. Oh! Zum einen Lapras. Abra, Kadabra, glaube. Und Simsala heißt aber im Englischen Alakazam. Alakazam? Alakazam. Abra, Kadabra. Der eine heißt hier Tall Tree. Du hast dir das Bild ja angeguckt, was ich dir geschickt habe, ne? Ja. Ja, es stimmt. Kannst dich 151 Pokémon merken, aber nicht das Periodensystem. So. Weißt du, was wir auch machen können, ist,
neue Charaktere anfangen und dann können wir uns die drei Start-Pokémon holen. Das wäre gescheatet. Nö, wieso? So konnte man auch nur, also auf die Art und Weise konnte man auch nur die drei starken Pokémon sowieso bekommen. Ja. Mit neu anfangen und rübertauschen und so. Warum wir das? Poki! Ja! Poki! Ich hab geschafft! Wenn du hier rechts noch hingehst, dann hast du da wieder ein Geheimnis bei diesem Stein. Mhm. Erstmal Zubat. Genau. Oh, Geodude. Gib ihm Rock Throne. Throw. Oh, ich sehe hier gerade, im Chat steht. Warte, ich heb's nochmal ein bisschen hervor. No! League of Legends is down. The whole site and the servers. Was? Ja. Krass. Die sind durch. Und weiter unten schreibt jemand, never heard of League of Legends. Also ich kenne League of Legends, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich glaube, Dota 2 ist eigentlich fast das gleiche. Ja, und unten hat auch einer geschrieben, alle, Dota 2 alle Leute, die das viel spielen und ich gerade was Falsches gesagt habe, tut mir leid, aber ich habe League of Legends mir mal angeguckt und Dota mal ganz kurz angezockt. Und ich glaube, so vom Spielprinzip ist es das gleiche, oder? Ich habe keine Ahnung, beides noch nicht gespielt. Unten hat auch einer geschrieben, Dota 2 ist better than LOL. Ja, okay, dann wird es eh nicht sein. Das ist so wie WoW und Guild Wars, glaube ich, mittlerweile, ne? Beziehungsweise WoW und alle anderen ähnlichen Online-Rollenspiele. Hm. Ja, Dann sind wir auch schon passend zum Pokémon-MMO mit einem schönen Thema zum Ende gekommen. Oh, heute war... Ja, ich habe zwar gedacht, wir sind dieses Mal mit mehr Elan dabei, aber irgendwie weiß ich nicht. Heute war nicht so. Ja. Nächstes Mal wieder. Genau. So, in 5 Minuten für uns. Vielleicht, mal gucken. Für noch eine aufnehmen. Eine Folge. Folge Poké-MMO. Nur für euch, Freunde da draußen. Genau. Bis dahin überlegen wir uns noch eine schöne Begrüßung. Ja, wir denken mal drüber nach. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Ciao. Schlaf gut.